Und diese Schlange soll jetzt gleich gejagt werden vom Sekretär. Er kommt hier raus und sieht sie und denkt sich, boah, lecker, die muss ich haben. Dann versucht er sie hinter den Kopf tot zu treten, denn er weiß ja ganz genau, es könnte eine Giftschlange sein. Also muss er das giftige Ende zuerst ausschalten. Der Sekretär hat bei uns einen Spitznamen. Kennt ihn jemand von Ihnen? Socke. Socke, ich hab's gehört. Da war jemand schon öfter hier. Wunderbar. Dann gehen wir mal in Startposition. Zack, wir legen die Schlange auf die Wiese. Der Storch zieht über die Wiese hinweg. Und tschüss. Und jetzt wollen wir mal gucken. Es rappelt im Gebüsch. Da kommt der Sekretär rausgeschossen. Dann sieht er die Schlange. Die Schlange sieht den Sekretär. Opa, hier liegt sie weg. Dann versucht sie natürlich abzuhauen. Der Sekretär flitzt dieser Schlange hinterher. Und es geht los. Die Knarre wird voll wieder. Und dann tritt er zu. Ja, jetzt wird die Schlange nach Strick und Faden vermöbelt. Sie denkt sich, oh, jetzt geht's los. Und der Nächste? Sie sieht die ersten Sternchen. Und dann denkt sie sich, wann hat das gleich mein Ende? Jetzt, genau, Socke, gib doch mal alles. Und dann der finale Todestritt. Treten! Komm, wir machen das zusammen, wir dauern das zu lange. Du auch. Treten! Treten! Genau. So, danke schön. Und irgendwann ist die Schlange auch tot. Das macht die ja nicht ewig mit. Und mit diesen heftigen Fußtritten hätte er jetzt im Optimalfall auch das Rückgrat gebrochen und würde sie dann im Ganzen verschlingen. Das können wir ihm natürlich nicht zeigen. Er kann nicht jeden Tag so eine Stofftierschlange fressen. Deswegen ganz schnell weggepackt. Und wir gucken uns den Socke mal aus allernächster Nähe an. Warum der Bursche Socke heißt, kann man ganz gut sehen. Er sieht nämlich so aus, als ob er Socken anhätte. Das sind aber keine Socken, das sind einfach nur Schuppen, die ihn vor Schlangenbissen schützen sollen. Denn wenn da mal so eine Giftschlange dabei ist, sag mal, dann ist er optimal geschützt. Durch diese Schutzpanzer vom Sprunggelenk an hat er nichts zu befürchten, aber immun ist er ja nicht gegen das Gift, also braucht es unbedingt. Und Sie merken schon, Socke und ich, wir arbeiten so ein bisschen auf Distanz. Das hat auch einen Grund, denn das ist ein männlicher Geschlechtsreifer Sekretär. Und wenn der mich hier sieht mit meinen langen Gräten, dann denkt er sich, boah, was hat der andere Sekretär in mein Revier verloren? Nix wie weg mit dem. Er versucht mich dann auch Stück für Stück zu vertreiben, wenn ich zu lange hier stehen bleibe, und dann wird er irgendwann mal sauer, ganz klar. Da umkreist du mich einfach, Stück für Stück. Socke, jetzt pass aber bitte auf, okay? Und dann, aua! Dann geht's los, denn er weiß ganz genau, ich hab so ein bisschen Muffensausen vor ihm. Denn ab und zu wird er so sauer, dann springt er hoch, au! Und dann boxt er alles durch, von Kopf bis Fuß. Alles, die glauben gar nicht, wo der schon bei mir Schlangen gefunden hat. So, Socke, komm, ein bisschen noch. Und, genau, danke schön. Und dann müssen sie natürlich wegfliegen. Mit diesen langen Beinen kann er nicht nur kräftig zutreten, er kann auch richtig schnell laufen. Über 30 km/h sind überhaupt kein Problem. Damit flitzt der Sekretär quer durch die afrikanische Savanne. Genau. Wir haben ja auch fast afrikanische Verhältnisse heute. Und er deutet es auch die ganze Zeit schon an. Er macht ja die Flügel auf, denn fliegen kann er natürlich auch. Meistens ist es aber ein flacher Gleitflug. Aber er kann auch hoch in die